Welcome back, krassen Dudes, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Project Cast 2 in der Karriere. Lang von mir erwartet, endlich ist es soweit, es ist die Nordschleife und dennoch im Rennen. Von übrigens P5. Warum P5? Es wäre um einige Sekunden schneller gegangen, vielleicht so um 2 oder 3, aber die letzten 300 Meter bin ich ohne Sprit ausgerollt. Es wird aber trotzdem gut. Also die Pace habe ich, und da ich nochmal eine cleane Runde fahren wollte, also die hatte ich halt im Qualify nicht, weil, naja, ausgerollt, bin ich eine Runde, exakt nur eine Runde im Hotlap-Modus gefahren und zack, eine 8,56,6 war wirklich, wirklich eine Runde. Ich lade mein Setup, knall die Kühlschächte komplett zu und fahre einfach eine Runde. Und zack, fertig, ich bin der schnellste Opel der Nürburgring-Nordschleife. Hey, nicht der schnellste TCR, weil ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, Opel, das langsamste TCR-Auto. Ich habe allerdings die alte Opel-Zeit um 2 Sekunden, ich glaube, oder 1,8 Sekunden geschlagen. Also der schnellste Opel-Popel. Die Historie wird fortgeführt. Warum ist das stabil? Ja, hier ist mein Setup. Habe ich gestern die Dinger wieder hochgestellt? Ja, habe ich. 7 Runden müssen passen. 12 Runden pro Rennrunde. Bei 6 Runden macht das 12, 24, 36, 48, 60, 72 plus nochmal 3 extra Liter. Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall, die Outlap können wir uns diesmal sparen. Das wird, glaube ich, zu lang. Aber ich würde mal sagen, Leute, rein geht's in den Kahn. Okay, mate, let's focus on the lights and try and make up some places here. Keep it clean, keep your wits about you as well. There's a few crazies out there today. Oh, ein guter Start von unserem Mate. Nice. Okay, not your best start, but let's keep focused. Make those places back up. Gas! Die Mates denken, dass wir hier eine fucking Spielstraße. Ausgangs der Kurve, erstmal den Anker werfen. Ah, der Renault voraus. Mit diesem Blau, Weiß, Rot, das erinnert echt stark an die Ford-Rennautos. Ford GT in der GTE-Klasse. Mega Teil. Oder auch der GT4er Ford Mustang. Alter, ich traue den Bobos hier vorne nicht. Ihrer Fahrweise, was ist denn da los? Oh, kann ich den GT4er noch packen? Das wäre so gut. Nein, nein, nein. Das ist eine Ideallinie. Da hat keiner drauf zu fahren. Was ist denn hier los? Ja, Jeet! Okay, wie komme ich jetzt am GT4er vorbei? Mit Kurvenschwung. Fast umgekippt. Heilige Makrele. Kontakt vorne, aber das hält so einiges aus. Unser Motor hat auch noch keinen Schadensprozent abgekriegt. Stark. Oh Gott. Gas. Gas. Dann, wenn wir da weiter weg gewesen, hätten wir jetzt hier mit dem
den Überschuss, den Aston easy geholt. Und jetzt im Ausbremsmanöver der TCR-Bobo das gemacht. Oh, was war das denn für ein Zackle? Ah. Wir wurden überholt auf die Weise, die ich gerade erklärt habe. Schmutz. Mann! Ah. Der TCR geht mir haut ab. Ich kann fast nichts dagegen machen. Oh. Oh. Ich wollte eigentlich innen vorbei, aber dann hat er innen zugemacht und dann musste ich sehr schnell reagieren. Ja Mensch. Ich konnte doch was gegen machen. Gustavo Oliveira. Mamma mia, du hörst mir. Oh, Bergwerk. Halbwegs akzeptabel hinbekommen. Passiert auch nur alle zwei Schaltjahre. Ah, Top Speed habe ich leider nicht. Oh Gott. Als ich geahnt hätte, dass ich zu früh einlenke, im Voraus schon mal gebremst. Durch den Curb Toucher hätten wir ja die Kurve auf jeden Fall Vollgas nicht mehr hinbekommen. Übrigens mit den Hotlap-Zeiten, wo ich ja knapp 2 Sekunden schneller bin als der Opel. Die anderen TCRs sind so ungefähr 10 bis 15 Sekunden schneller. Also, wir haben wirklich das schlechteste TCR-Auto genommen, was es zu nehmen gab. Umso verrückter, dass das ein DLC-Fahrzeug war. Weil eigentlich heißt es ja, ne, dass die DLC-Autos die schnellsten sind. Und warum war ich eigentlich im 6. Gang? I don't know. Clever war das nicht. Menge Drehzahl verloren. Oh, der Innenkörb nicht berührt. Der eigentlich so wichtig ist. Oh, Scheitelpunkt, was ist das? Muss dranbleiben. Uiuiui. Fast die Kurve nicht geschafft. Aber ich glaube, hier komme ich wieder ein bisschen ran auf den Vordermann. Der Schlüssel im Schnellsein liegt einfach daran,
Okay. Ich soll dir keine Tipps geben. Mein Tipp wäre. Wow, wow, das kam unerwartet. Der Schlenker. Puh. Es war noch lange nicht die erste Runde, aber. Seelisch die erste Runde geschafft. Oh, der GT4er, er marschiert. Absolut Limit. Mehr geht einfach nicht mehr mit dem Motor. Kurz gedacht, er will in die Box. Ich hätte ein bisschen Bump draften können, aber ich glaube, da bremst die KI aus, wenn man das macht. Vier Motorschaden schon, ach du Heilige. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Auto noch nicht so richtig bremsen will. 56 auf der Vorderachse an Bremskraft. Machen wir mal 57. Oh Gott. Ich kam gerade nicht rum. Haben wir heiße Reifen? Ah, gut, vorne links 111, 112 Grad. Ah, Wechselgrad. Die ganze Zeit. Ich hätte vielleicht ein bisschen weniger Luft vorne links einstellen müssen. Weil jetzt habe ich schon die ganze Trainingssession beobachtet. Vorne links ist einfach der nicht so gute Reifen. Alter Vater. Reifen ist ja vorne links super duper heiß. Ah, das war eine schöne Kurve. Jetzt bräuchte ich noch wie bei Formel 1 noch so einen Boxeningenieur, der mir noch sagen könnte, hier Abstand zum Vordermann. Was dann irgendwie pro Sektor holst du so viele Sekunden auf. Sekunden wäre natürlich ideal. Ja, der GT4er hält hinter uns alle auf. Die Lücke ist auf einmal ein bisschen größer geworden. Aber da ist auch wahrscheinlich sehr viel an der Ködelbacher Höhe. Die nehmt das ja nicht Vollgas, genau wie hier Schwedenkreuz. Übrigens, eigentlich ist das Thema abgehakt, aber ich frage mich bei der Nordschleife wieder, würde ich da in die Box gehen? Weil eigentlich ist das Ding ja vom Tisch, weil, naja, Österreich waren sie nicht in der Box. Aber Nordschleife ist hier mit dem Reifenverschleiß schon ein bisschen härter und halt auch ein bisschen länger. Deshalb vielleicht, oh Gott, vielleicht geht die KI in Runde 3 oder sowas in die Box.
Vielleicht auch nicht. Wir haben auf jeden Fall Sprit zum Durchfahren mit. Oh, die Miss Hit Miss einfach mal zur Hit 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 gemacht. Weil selbst mit dem aktuellen neuen Asphalt, den sie ja schon seit 2 Jahren hat, wo ja die ganzen Huckel ausgebessert wurden, selbst dann ist ja die Miss Hit Miss zur Hit Hit Miss geworden. Aber zur Hit Hit Hit, da brauchst du glaube ich auch 10 Jahre, wenn dann der ganz neue Asphalt kommt. 10 Jahre wird es dann noch die Nordschleife geben im Rennkalender. Als Touristenfahrt, glaube ich, wird sie immer da sein. Aber wie gesagt, das Gruseligste, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, was ich gehört habe, ist, wäre damals der Porsche 919 Hybrid bei der Rekordzeit hier verunfallt. Dann wäre es sehr wahrscheinlich gewesen, dass man über eine Schließung diskutiert hätte. Das ist schon gruselig. Umso besser, dass wie heißt denn der nochmal? Timo Bernhard. Dass der das hier easy snack geschafft hat. Oh, da vorne ist meine Gang. If you know how they live in Tokyo, if you see it, then you mean it, then you know you have to go fast and furious. Kommen noch immer näher an einem Kandidaten. Aber vielleicht hat er auch einen Defekt. Mal gucken, wenn wir ihn an der Döttinger Höhe, wenn wir gleich schnell auf der Döttinger Höhe sind, dann hat er einen Defekt. Oh, wow. Oh, Reifen schon. Oh, dass wir da nicht die Mauer geküsst haben. Wie ging das denn? Vom kleinen Karussell ausgespuckt und dann die Mauer nicht getroffen. Das ist ein kleines Nordschleifenwunder. Motorschaden ist schon zweistellig. Reifen haben wieder ein bisschen Zeit, sich zu beruhigen. Aber ich bin gespannt, was jetzt die Zeit wird. Die erste schnelle Zeit. Mit ein paar Fehlerchen. Aber mal gucken.
Böser Incurb. Ah, er hat einen Schaden gehabt. Oh, eine 9er Zeit. Gruselig. AP3. AP1 ist schon in der Dulup-Kehre. Ach du Heilige. Ah, schon ein bisschen schade, dass wir hier nur 10 TCR-Autos sind. So hat man auf einer so großen Strecke relativ wenig Action. Es ist eigentlich mehr so ein Hotlap-Event. Oh, apropos Events. Haha, passende Überleitung. Ist das schlimm. Spa-Francorchamps, oder beziehungsweise die SRO, die plant zum, was ist denn das? SRO feiert eigenes, was, 50-jähriges Jubiläum oder sowas? Auf jeden Fall irgendein Jubiläum. Also nicht zu verwechseln mit Mediamarkt, die feiern jedes Jahr einen runden Geburtstag. Nee, zum irgendeinem SRO Jubiläum planen sie auf der Rennstrecke Spa-Francorchamps ein Classic-Event, wo Autos bis 2011, glaube ich, zugelassen werden. Von den 80ern bis 2011. Was auf jeden Fall geil ist. Wenn irgendwie zwei. Oh Gott, wenn irgendwie zwei Rennen sein im Rahmen der 24 Stunden von Spa. Wird auf jeden Fall Schmacko. Und dieses Jahr ist auch, glaube ich, das 50. Jubiläum der Nordschleife. Der 24 Stunden von der Nordschleife. Oder? Nee, kann eigentlich gar nicht sein. Ist eigentlich. Eigentlich viel älter, aber auf jeden Fall hat die Nordschleife auch irgendein Jubiläum. Wo man auch ein dicken Programm auffahren will. Dass wir die ganzen Sachen auch hier alle erst beim Rennfahren einfallen. Sonst hätte ich mich direkt eigentlich mich angesetzt vor dem Rennen und hier einfach mal Fakten rausgeknallt. Aber so ist es einfach ein fucking Schwurbler-Kanal. Es kann stimmen. Ja, in der Regel aber auch nicht. Schaden. Oh, 20 Motorschaden. Motorplatzer werden wir auf jeden Fall nicht bekommen. Übrigens, Fun Fact. Unser Motorschaden trägt nicht zu irgendeinem Defizit des Autos bei. Also wir werden jetzt nicht irgendwie auf der Geraden langsamer oder sowas. Aber wenn die Front oder unser Heck einen Bump gegenbekommt, dann ja. Das ist dann wirklich Hardcore. Wenn man irgendwie vorne oder hinten einen Schaden bekommt durch irgendeine Art von, wir sind irgendwo gegengejuckelt. Oh, zu hart gebremst. Hit, miss. So wie es aktuell gefahren wird. Nur wir machen es noch auf dem alten Asphalt. Oh fuck, ich dachte, ich wäre schon in der 2, aber ich war noch in der 3. Ah, wir kommen. Oh, vorne ist unser Teammate. Unser Teammate auf dem Podium, auf Podiumkurs. Also wenn wir ihn überholen, dann ist er halt immer noch auf Podiumkurs, aber wir sind dann auf einem besseren Podium. Und das ist ja das Wichtige.
Das hieß ja da ganz am Anfang, wo wir den Vertrag unterschrieben haben mit, hey, Biuno oder, ja, wer schlecht bin ich? So ungefähr stand es da. Ungefähr. Ach, großzügige, hochgelegte Curbs, die fangen einen richtig schön auf, wenn man da zu schnell seitlich ankommt. Ah, hohe Curbs haben nicht nur schlechte Eigenschaften. Die wollen einen nicht immer töten, sondern ab und zu auch mal einfach das Leben retten. Was aber für die Nordschleife relativ selten passiert. Nordschleife in der Regel will immer das Schlimmste. Also die Strecke an sich. Oh Gott, kurz gedacht, ich krieg die Kurve nicht. Leicht Panik gehabt. Ah, da vorne, wir kommen näher. Ah, zu spät eingetaucht, das Karussell. Das Caracciola-Karussell. Kurve noch auf. Yes. So gnädig, dass die Kurve aufmacht. Oh Gott, warum wollte ich in die 4? Krieg ich nicht. Cheat. Krieg ich nicht. Ja, die Reifen sind auch heiß. Die müssen wir erstmal mit einer schützenden Grasschicht abkühlen. Das ist wirklich Tactics. Also erst kommt eine schöne Kiesschicht drauf und dann die Rasenschicht. Also sprich, die Rasenschicht ummantelt dann die Kiesschicht, um da halt Lufträume zu kreieren. Also alles hier, es ist wie eine Panade, nur komplett anders. Sollte man wissen. Ist auch gar nicht erfunden oder sowas. Ist wirklich knallharte Fakten. Auf YouTube wird da in der Regel auch immer die Wahrheit erzählt. Oh, diesmal werden wir auch nicht rausgespuckt aus dem kleinen Karussell. Sieben Sekunden, 8 Sekunden nach vorne hin. Eieieiei. Wir müssen nicht noch irgendwie in die Karre fahren, sonst wären wir trostlos P1. Genau. P3. Trostlos P1 ist in der Regel Hamilton. Ah, Benzinverbrauch pro Runde aktuell. Ich kann es nicht richtig lesen, ist das. Das sind zwei Daten. Einmal für Durchschnittverbrauch und einmal für letzte Runde. Auf jeden Fall immer so plus minus 12 Liter. Oh, kleiner saftiger Cut. Es wurde an der Tür nach mir verlangt. Bye, have a great time.